Ja, und darüber wollen wir diskutieren. Unsere Runde ist größer geworden. Dazugekommen ist die Pressesprecherin von der letzten Generation, Carla Hinrich. Schönen guten Abend. Hallo. Freundin, was ich mich als erstes frage, ist, wie weh tut das eigentlich, wenn man mit Sekundenkleber an der Straße klebt und dann weggetragen wird? Das muss, kann ich mir nicht vorstellen. Also das Kleben an sich tut nicht weh, aber wenn man abgerissen wird, dann kann das ganz schön doll wehtun. Ja, aber im besten Fall wird man nicht abgerissen, sondern löst die Polizei einem mit Öl oder Aceton von der Straße. Herr Vogel, gibt es ein politisches Ziel, für das Sie sich mit Sekundenkleber an den Boden tackern würden? Die Freiheit. Ich glaube, ich wäre nicht davon überzeugt, dass ich dem Ziel näher komme, indem ich mich mit Sekundenkleber an den Boden klebe. Also es muss gelingen, die Dekarbonisierung. Und trotzdem glaube ich, dass damit das gelingt, es zum Beispiel keine gute Idee ist, wenn die Gruppe ja auch den Krankenpfleger, die Malermeisterin blockiert und auf dem Weg zur Arbeit verärgert, wenn gar Rettungswagen blockiert werden. Also ich glaube, so gewinnt man keine Mehrheiten in der Gesellschaft für die Veränderung. Und die sind ja notwendig, damit es gelingt. Was ist denn eine gute Idee dann für Sie? Na, eine gute Idee ist harte Klimaordnungspolitik, Rahmenbedingungen so setzen, dass wir das hinkriegen. Eine gute Idee ist Dekarbonisierung unserer Energieversorgung, also voll auf saubere, erneuerbare Energien gehen. Eine gute Idee ist, die Autos klimaneutral machen, zum Beispiel, indem wir auf Elektroautos umstellen. So, Herr Lindner das hat ja eine schöne Idee. Herr Lindner möchte gerne nach Öl in der Nordsee bohren. Denken Sie, das ist eine gute Idee? Nee, die ganze Bundesregierung sagt, dass wenn wir das schaffen wollen mit der Dekarbonisierung, dann brauchen wir für eine Übergangszeit Gas und lieber Nordseegas als russisches Gas. Das ist im Moment die Debatte. Aber schnellstmöglich brauchen wir gar kein fossiles Gas mehr, sondern sauberes Gas, was durch zum Beispiel Solarstrom erzeugt wurde. Das gibt es ja, klimaneutrales, synthetisches Gas. Da müssen wir hinkommen. Wollen wir uns einmal damit verbinden, ganz kurz, was das bedeutet auf dem Kurs, auf dem die Bundesregierung gerade ist? Das bedeutet, dass wir in eine 2, 3, 4 Grad heißere Welt rasen. Das bedeutet, dass wir 2050 ein Drittel unserer Ernten einbüßen werden bei steigender Weltbevölkerung. Das bedeutet, dass Milliarden Menschen fliehen werden und die werden hierher kommen. Das bedeutet, dass die Menschen sich hier in Deutschland um Lebensmittel prügeln. Bei Corona haben sie sich um Klopapier geprügelt und das war nicht schön. Und das bedeutet das gerade. Und Ihre Partei und die Bundesregierung sagt, sie möchte 2045 klimaneutral werden, obwohl wir 2030 1,5 Grad Völkerrechtsabkommen überschreiten werden. Nee. Und wir haben doch alles versucht. Wir haben Petitionen versucht, Demonstrationen versucht, alles im legalen Rahmen. Und was war das Ergebnis? Ein verfassungswidriges Klimapaket. Das sagt Karlsruhe, das sagen nicht wir. Herr Vogel, was sagen Sie dazu? Also, dass man näher das Gefühl hat, dass junge Menschen irgendwie das Gefühl haben, da wird zu wenig getan. Das verstehe ich, weil zu wenig getan wurde in den letzten Jahren. Und das Klimapaket und die Klage in Karlsruhe bezog sich übrigens nicht auf das Handeln dieser Bundesregierung, sondern auf das Handeln der letzten Jahre. Und wir müssen das Pariser Klimaabkommen einhalten. Aber genau auf den Weg haben wir uns gemacht. In Ihrem Wahlprogramm stand Klimaneutralität 2050. Nein, in unserem Wahlprogramm steht das klare Bekenntnis zum Pariser Ziel. Das steht übrigens auch im Pariser Vertrag. Klimaneutralität, das gibt ja diese internationalen Verhandlungen. Klimaneutralität bis 2045 ist exakt, was der Pariser Vertrag sagt. Und gerade vor wenigen Tagen kam ein neuer Bericht des IPCC, also des UN-Klimarats, der deutlich macht, dass wir einen hohen Weg noch haben, aber dass es gelingen kann. Und auf den Weg müssen wir uns doch machen. Und warum? Aber dass der Weg, den wir gerade haben, dass der es nicht zum Gelingen führt. Was wäre denn der Weg? Der Weg wäre der direkte Ausstieg aus den Fossilen. Aber der erste Schritt, der doch jetzt passieren muss, ist ganz dringend, alle Finanzierungen, Ausbau von neuen Projekten zu stoppen. Wir wissen, dass der Ausstieg schwierig wird. Der ist machbar, aber er wird schwierig. Aber jetzt noch zu finanzieren, dass neue Projekte starten, dass Herr Lindner in den Raum stellt, nach Öl zu bohren, jetzt in der Nordsee, das ist absurd. Das ist absoluter fossiler Wahnsinn. Und ja, das bringt Milliarden der Menschen um. Ich verstehe das Feindbild, aber ich glaube, das ist nicht stimmt, weil nicht Herr Lindner, sondern der grüne Wirtschafts- und Energieminister Robert Habeck sagt, wir brauchen noch Erdgas für die Zeit, bis wir 100% Erneuerbare haben. Und warum, also ich glaube, der Streit geht ein Stück weit darüber, ist es
die Ziel, wir wollen unser Leben im Sinne von, es gibt Wirtschaften, es gibt Straßenverkehr, das ist das Problem? Oder muss die Lösung sein, dass wir unser Leben insofern radikal verändern, dass wir es dekarbonisieren, klimaneutral machen? Und ich will einen Gedanken formulieren, bei dem mir wirklich wichtig ist. Wenn das gelingen soll mit dem Klima, dann muss ja die ganze Welt mitmachen. Also wenn wir hier alleine das hinkriegen würden, das bringt nichts, wenn Indien und China nicht mitmachen. Das ist aber auch immer gerne ein Totschlagargument. Ja, Moment, ne? Aber mein Argument ist ja gerade nicht, wir sollen einfach nichts machen und uns zurücklehnen. Im Gegenteil, wir müssen richtig Gas geben und entschlossen sein, damit wir zeigen, dass Leben nicht in Armut möglich ist, ohne sozusagen das Klima zu gefährden, dekarbonisiert. Weil nur wenn das gelingt, werden genau denselben Weg die Inder, die Chinesen nachgehen. Aber Sie sagen ja, Sie haben einen Plan. Und die Wissenschaft sagt, der Plan reicht halt leider nicht. Das steht. Der Plan bringt uns halt nicht weiter. Einmal ganz kurz, Luis, deine Einschätzung, welche Argumente erreichen dich in diesem Streit? Naja, was man ja nicht abstreiten kann, ist, dass die Bundesregierung und auch der Koalitionsvertrag sozusagen das 1,5-Grad-Ziel, das verfehlen sie damit, das geht auch zu langsam, das sagen auch die eigenen Behörden dieser Regierung, dass das alles nicht schnell genug geht. Ich glaube, es ist auch eine schlechte Idee, fossile Brennstoffe zum Beispiel zu subventionieren, was maßgeblich auch von der FDP und von dem Finanzminister Lindner ausgeht. Das ist ja ganz klar sozusagen. Ich finde, es ist legitim, dass junge Menschen auf die Straße gehen und sagen, wir haben alles versucht in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Es ist nicht genug passiert, es passiert immer noch nicht. Und jetzt wollen wir gehört werden. Das finde ich erstmal einen legitimen Beweggrund, um auf die Straße zu gehen. Auch so auf die Straße zu gehen? Zumindest ist das erstmal, um übrigens auch nochmal mit der Mehr aufzuräumen, da kommen ja Krankenwagen durch, die lassen ja immer Lücken, die gehen an den Rand der Straßen. Ja, das ist immer, es wabert dann durch die Medien, das greifen dann gerne Leute bei Twitter auf, da kommt ein Krankenwagen nicht durch, das stimmt natürlich nicht. Damit muss man mal aufräumen. Ich finde, es ist illegal, das wissen die auch, das nehmen die in Kauf, die nehmen auch die Strafen in Kauf, da sitzen ja jetzt auch wieder Leute im Gefängnis, aber es ist erstmal legitim und das ist auch, das haben wir ja in der Vergangenheit gesehen, so ziviler Ungehorsam kann eine Gesellschaft durchaus auch weiterbringen. Mhm. Wir haben das auch in der Umweltbewegung gesehen, bei den Castor-Transporten, da war es übrigens durchaus gefährlicher, da wurde Atommüll transportiert, da wurde geschottert, da sind Omas auf die Gleise gegangen. Und. Also es steht in der langen Tradition, auch weltweit von zivilen ungehorsamen Aktionen. Insofern, sofern da nicht Menschen verletzt werden, bei manchen Aktionen kann man darüber streiten, ob es nicht grenzüberschreitend ist, finde ich das erstmal eine legitime Protestform. An einer Stelle muss ich, sorry for the record, weil ich es nicht so stehen lassen kann, nein, es stimmt nicht, dass das, was wir vorhaben an Dekarbonisierung, die Ziele sicher verfehlen wird. Das stimmt einfach nicht, sondern die Aussagen, auf die du dich beziehst, beziehen die aktuelle Realität in Deutschland ein. Ja. Nicht das, was wir uns vorgenommen haben und einleiten. Letzte Woche war ich beschäftigt mit einem Gesetzgebungspaket, sogenannte Osterpaket, was radikal nochmal erneuerbare Energien ausbaut. Dass es nicht so bleiben kann, wie es ist, ist unstreitig und wird übrigens nicht hier irgendwie Ballerfeindbilder, FDP ist dagegen, irgendwie von der FDP blockiert. Ja, Im Gegenteil, wir treiben das ja mit voran. Ja, gut, ich auch. Darüber haben wir beide auch schon vor der Bundestagswahl diskutiert. Aber ich will zu Carla Hinrichs noch sagen, ich finde auch, dass Aktivismus legitim ist. Ich glaube, es ist aber auch richtig, dass ein Rechtsstaat in Deutschland gilt. Und da muss man halt auch die Konsequenzen tragen. Die Frage ist doch eine ganz andere. Ist es richtig und gewinnen wir Rettungswagen hin oder her, die Menschen, die im Stau stehen, für die Dekarbonisierung dann. Ja, aber mein man Gefühl hat ja trotzdem ist, machen, das Gefühl, Herr Vogel, dass insgesamt zu wenig gemacht wird. Also es kann ja nicht sein, dass die ganze Generation. Ja, aber es muss doch was getan. Deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, das zu ändern. Offensichtlich ist ja, aber Sie haben ja noch nicht mal ein Tempolimit. Also der Verkehrsminister, der von Ihrer Partei gestellt wird, hat ja noch nicht mal ein Tempolimit. Ja gut, aber das ist eine absolute Symboldebatte. Das Tempolimit spart 2 Tonnen CO2 pro Jahr ein. Ich möchte noch mal was sagen. Die Verlängerung der Atom. Lassen Sie uns nicht über so viele Zahlen sprechen, sondern lassen wir uns doch mal sagen, was das wirklich bedeutet. Also, wenn wir darüber sprechen, aber darf ich auf der den Präsident Punkt noch eingehen? Von Palau, ja, der ist ein Präsident von einem Pazifik-Inselstaat, der sagt, die G20, die G7-Staaten, sagt er sogar, sagt, wir können genauso gut Bomben auf sie werfen. So, das, was wir gerade mit dem fossilen Wahnsinn weiter vorantreiben. Bomben, ja? Wir sehen das in der Ukraine gerade, was das bedeutet, wenn Bomben fallen. Das ist so schrecklich. Das sagt er. Mit unserem Handeln, das ist genauso, als würden wir Bomben auf sie werfen. Wenn das Eis schmilzt in der Arktis, dann ist das geschmolzen. Das lässt sich nicht wieder zurück zu Eis machen. Absolut. Das schmilzt einfach. Und dieser
dieser Bericht, von dem Sie selber gesprochen haben, der wissenschaftliche Bericht sagt, 3,5 Milliarden Menschen leben in Dangerous Zones, ja, gefährdeten Zonen. Das ist doch unglaublich. Und hat nicht Deutschland da auch eine Vorreiterrolle? Absolut. Eine Rolle, die auch historisch Verantwortung hat, weil wir so viel ausgestoßen haben, das jetzt besser zu machen und nicht zu sagen, wir reden über irgendwelche Zahlen, dass wir dann punktgenau 2050 klimaneutral versuchen zu sein, was, wenn wir uns die wissenschaftlichen Fakten angucken, nicht funktionieren wird mit dem Kurs, auf dem wir gerade sind. Ja, aber es muss gerade, weil, ja, aber gerade, wir sind im Ziel doch einig, gerade weil die Situation so ernst ist, weil Kipppunkte gerade vor uns liegen, muss es doch gelingen. Und wenn genau. Es muss gelingen, aber es kann nur gelingen, wenn wir uns auf einen Weg machen, der die Welt auch folgt. Das heißt nicht, auf die Welt zu warten, im Gegenteil. Es heißt zu führen, aber mit einem Weg, den andere Weltregionen mitgehen, weil sonst scheitert es. Das Klima ist global. Es muss global gelingen. Ich habe mal in Amerika diskutiert mit einem Berater der Obama-Regierung. Der hat mir berichtet, wie das war während der Pariser Verhandlungen. Und dass der amerikanische Präsident, der damalige, jeden Tag am Telefon war mit dem indischen Präsidenten und ihn davon abhalten musste, auszusteigen. Wenn wir anderen Weltregionen sagen, Wohlstand und Dekarbonisierung ist inkompatibel, dann wird es scheitern. Wird genau all das furchtbar. Wir gehen aber mal eben von Amerika weg und bleiben in Deutschland, weil wir haben ja unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt, sind diese Aktionen nachvollziehbar? Und da schauen wir mal auf die App, was gesagt wird. Und kleine Klebeblockaden. Ja, legitimer Protest oder kriminell. 18% sagen legitim und 82% sagen kriminell. Das ist natürlich eine kleine Ohrfeige gegen die letzte Generation. Das heißt, es wird nicht mitgenommen. Die Gesellschaft wird in der Sekunde nicht mitgenommen mit der Art und Weise. Ich kann dieses Ergebnis tatsächlich auch nachvollziehen, weil Menschen werden gestört. Ich wünschte, dass ich diese Menschen nicht stören muss. Ich wünschte, ich könnte zu Hause sitzen und weiter studieren und diese ganzen Methoden wären nicht zu machen. Aber ich sehe, dass dieses Zeitfenster sich schließt und dass unsere Bundesregierung, aber auch Sie in den Medien, wir reden über diese Methode, aber niemand spricht darüber, was eigentlich wirklich passiert, was wirklich passieren wird, was auch die Konsequenzen hier in Deutschland für unsere Kinder, für meine Generation sein wird. Und da sprechen Sie nicht drüber, da sprechen Sie nicht genug drüber, da haben wir alle eine Verantwortung und ich glaube, wir werden unserer Verantwortung bewusst und wir gehen auf die Straße und sagen, wir spielen bei diesem Spiel, bei diesem Jahrtausendspiel, um die 1000 zukünftigen Generationen, da spielen wir nicht mehr mit. Wir steigen da aus und wir unterbrechen diesen Alltag. Wir sagen ganz klar, dieses weiter so, das bringt uns um, das ist wissenschaftlicher Fakt. Und deswegen stoppen wir es. Und es tut mir leid, dass ich die Menschen störe, aber ich sehe keinen anderen Weg. Wir haben da gerade länger drüber gesprochen. Sie bekommen hier die Fläche und auch inhaltlich. Aber schauen wir noch mal auf das letzte halbe Jahr mit der Ampel. Luis, für dich in der Klimapolitik der richtige Weg? Also das Osterpaket, gestehe ich zu, das macht jetzt einen Schritt nach vorne, ja. Aber es ist schon so, dass natürlich auch in den Ministerien, in denen die FDP jetzt Verantwortung trägt, also das Verkehrsministerium zum Beispiel, da sagt der Expertenrat jetzt wieder, dass die Klimaziele aus dem letzten Jahr, die Minderungsziele verfehlt wurden. Ja. Nicht die Schuld von Wissing, dem Verkehrsminister. Aber er bleibt uns eben auch noch schuldig zu zeigen, dass es jetzt besser machen wird. Ich glaube, wie gesagt, eine Subvention von fossilen Brennstoffen ist da der völlig falsche Weg. Da ist man auf dem Holzweg. Ich glaube im Übrigen auch, das Tempolimit ist nicht nur eine reine Symboldebatte. Ich glaube, das hätte man jetzt schnell umsetzen können. Das ist einer der Schritte, die man einfach ganz schnell machen kann. Absolut, aber es wird dann mit Schildern argumentiert. Von Lessing, er hat das auch noch. Wenn es jetzt zweimal kommt, darf ich vielleicht auch was dazu sagen. Letztes Wort. Erstens, mir ist das Tempolimit ganz egal. Ich fahre seit 3 Jahren voll elektrisch, das hätte man eh nicht viel. Das aber überzeugen Sie relativ wenige in der FDP, glaube ich. Nein, aber sorry, es geht um 2 Tonnen. Verlängerung Kernkraftwerke würde 12 Tonnen bringen. Beides ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir das Autofahren klimaneutral machen. Wir müssen einfach ganz weg vom fossilen Auto fahren. Und weniger Autofahren. Ja, aber ja, klar, aber auf dem Land in Olpe, wo mein Wahlkreis ist, kann man nicht ganz aufs Auto verzichten. Das heißt, die Frage weniger fossiler Verbrauch beim Auto ist überhaupt nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, ganz weg vom fossilen Verbrauch beim Auto, anders wird es nicht gehen. Weil wir müssen ja komplett klimaneutral werden. Gut, aber die Ladeinfrastruktur, da ist auch noch extremst Luft nach oben absolut in Deutschland. Aber ne?
kräftig ausbauen. Man hätte eine komplette Sendung mit diesem Thema füllen können. Immerhin sind beide Seiten zu Wort gekommen. Wir danken Ihnen allen dreien für Ihren Besuch und ja, beim nächsten Mal dann länger.